Herzlich willkommen bei der Smart Wallet, einer Kryptowährungswallet der neuen Generation. In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre erste Wallet in der Smart Wallet erstellen. Laden Sie die Anwendung Smart Wallet aus dem App Store herunter, wenn Ihr Smartphone mit iOS läuft, oder von Google Play, wenn Sie Android benutzen. Auf dem Bildschirm sehen Sie nun QR-Codes, die zum Herunterladen der Anwendung führen. Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone und es öffnet sich die Download-Seite. Wenn Sie die Wallet starten, werden Sie aufgefordert, die Anwendungssprache auszuwählen. Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie die Smart Wallet nutzen können. Bitte beachten Sie, dass es einige Zeit dauern kann, bis das Netzwerk Ihre gewünschte Sprache herunterlädt. Falls die von Ihnen benötigte Sprache nicht sofort geladen wird, warten Sie bitte ein wenig ab. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen die Einrichtung der Anwendung mit Hilfe einer englischsprachigen Benutzeroberfläche. Bestätigen Sie nun Ihr Einverständnis mit den Nutzungsbedingungen, indem Sie das Kästchen ankreuzen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Wallet erstellen. Smart Wallet schlägt Ihnen zwei Optionen vor. Basissicherheit, Basic Security, und Passphrasensicherheit, Passphrase Security. Wir werden jede Option in dieser Anleitung betrachten, empfehlen Ihnen jedoch die Verwendung der Option Passphrasensicherheit. Außerdem können Sie bei der Wallet-Erstellung die Option Smart Defender verwenden auswählen, wenn Sie über eine Cold Wallet verfügen. In dieser Anleitung zeigen wir auch den Prozess der Erstellung einer neuen Wallet mithilfe von Smart Defender. Bitte beachten Sie, dass Sie die Länge der mnemonischen Phrase wählen können. 24 Wörter oder 12 Wörter. Die mnemonische Phrase mit 24 Wörtern erhöht noch mehr die Sicherheit Ihrer digitalen Assets. Für den Modus Passphrase Security, Passphrasensicherheit, wird standardmäßig eine mnemonische Phrase mit 24 Wörtern erstellt. Wenn Sie möchten, dass im Modus Basissicherheit eine mnemonische Phrase mit 24 Wörtern erstellt wird, aktivieren Sie diesen Modus, indem Sie den Kippschalter bewegen. Standardmäßig wird eine Phrase mit 12 Wörtern erstellt. Passphrasensicherheit, Passphrase Security. Dieser Sicherheitsmodus eignet sich für fortgeschrittene Nutzer. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die Wallet Ihnen zusätzlich zur mnemonischen Phrase die Möglichkeit bietet, eine Passphrase zu erstellen. Das 13. zusätzliche Wort zu Ihrer mnemonischen Phrase. Die Passphrase wird nicht in der Smart Wallet gespeichert und der Einzige, der sie kennt, ist der Nutzer selbst. Gerade sie sollte Ihre Wallet schützen, falls Sie aus irgendeinem Grund den Zugriff auf Ihre mnemonische Phrase verlieren. Bitte beachten Sie, dass es bei Verlust oder Vergessen Ihrer Passphrase unmöglich ist, diese wiederherzustellen und Sie dann für immer den Zugriff auf Ihre Wallet verlieren. Daher empfehlen wir die Verwendung der Passphrase nur erfahrenen Benutzern von Kryptowährungen. Wenn Sie ein Newcomer und nicht sicher sind, dass Sie Ihre Passphrase nicht verlieren, wechseln Sie zum standardmäßigen Basissicherheit-Modus. Wählen Sie also den Modus Passphrasensicherheit. Danach werden Sie von der Smart Wallet an die Rolle der Passphrase und an die Regeln für Ihre Erstellung erinnert. Klicken Sie anschließend auf Fortsetzen. Es öffnet sich ein Bildschirm, in dem oben Ihre mnemonische Phrase aus 24 Wörtern generiert wird. Um sie zu lesen, halten Sie gedrückt die Taste Gedrückt halten, um die Phrase zu sehen. Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeit, Screenshots und Videos der mnemonischen Phrase zu erstellen, nicht verfügbar ist. Dadurch wird die Möglichkeit ausgeschlossen, dass sich Unbefugte Zugang zu Ihrer Wallet verschaffen. Unterhalb der mnemonischen Phrase befindet sich ein Fenster zum Erstellen einer Passphrase, einem geheimen Wort, um den Zugriff auf die Wallet wiederherzustellen. Denken Sie eine Passphrase aus, geben Sie diese ein und klicken Sie auf Weiter. Bitte beachten Sie, dass die Smart Wallet Ihre Passphrase nicht speichert. Daher ist es äußerst wichtig, dieses Wort zuverlässig zu speichern und sich zu merken. Smart Wallet warnt Sie zusätzlich davor. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Als nächstes werden Sie von der Wallet aufgefordert, alle Wörter aus der mnemonischen Phrase in der richtigen Reihenfolge auszuwählen und die Passphrase einzugeben. Tun Sie dies und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, wird eine Meldung angezeigt, dass die Wallet erfolgreich erstellt wurde. Das ist alles. Ihre Wallet wurde erstellt. Bitte beachten Sie wichtige Punkte beim Erstellen einer Passphrase sowie beim Importieren der Wallet mit Ihrer Hilfe. Sie können eine Passphrase nur bei der Erstellung einer neuen Wallet installieren.
Die Passphrase wird nur vom Nutzer selbst ausgedacht. Wenn Sie Ihre Passphrase vergessen, ist es nicht möglich, sie wiederherzustellen. Sie müssen Ihre Passphrase getrennt von der mnemonischen Phrase aufbewahren, um einen unbefugten Zugriff auf Ihre Wallet zu verhindern. Beim Importieren einer bestehenden Wallet mit Hilfe der mnemonischen Phrase und der Passphrase müssen Sie das Kästchen "Ich habe eine Passphrase" aktivieren und weitere Schritte ausführen. Basissicherheit, Basic Security. Wenn Sie Basissicherheit auswählen, erstellt die Smart Wallet sofort eine neue Wallet für Sie. Danach müssen Sie Ihre mnemonische Phrase speichern, um den Zugriff auf Ihre Wallet wiederherzustellen. Klicken Sie dazu im Hauptbildschirm auf die Meldung "Sicherung erforderlich". Es öffnet sich ein Bildschirm, auf dem Sie 24 Wörter sehen. Um sie zu lesen, drücken und halten Sie gedrückt die Taste "gedrückt halten", um die Phrase zu sehen. Bitte seien Sie bei diesem Schritt vorsichtig. Dieser Satz ist der Schlüssel zur Sicherheit Ihrer Mittel. Wir empfehlen Ihnen, ihn auf einem Blatt Papier aufzuschreiben. Speichern Sie die mnemonische Phrase nicht auf elektronischen Geräten und geben Sie sie nicht an andere weiter. Um die Anwendung weiterhin verwenden zu können, müssen Sie Ihre mnemonische Phrase bestätigen, indem Sie die Wörter in der richtigen Reihenfolge eingeben. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, erscheint eine Glückwunschnachricht. Geben Sie niemals Ihre mnemonische Phrase weiter. So erstellen Sie eine Smart Wallet mit Smart Defender. Smart Defender ist eine Karte mit einem NFC-Chip, auf dem ein Teil des privaten Schlüssels gespeichert ist. Es wird verwendet, um Transaktionen in der Smart Wallet zu bestätigen, Übertragung von Tokens und Anforderung von Split-Belohnungen. Um eine Transaktion zu bestätigen, berühren Sie einfach Ihr Smartphone, auf dem die Smart Wallet installiert ist, mit der Cold Wallet Smart Defender. Somit bleibt der Zugriff auf Transaktionen mit Kryptowährungen in der Smart Wallet ausschließlich in den Händen des Besitzers von Smart Defender. Und selbst wenn das Smartphone verloren geht, bleibt die Kryptowährung des Nutzers in absoluter Sicherheit. Jetzt erklären wir Ihnen, wie Sie Smart Defender beim Erstellen einer Wallet einrichten können. Wählen Sie "Smart Defender verwenden", wenn Sie Ihre Wallet erstellen. Die Wallet zeigt Ihnen eine Erklärung, was Smart Defender bedeutet. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um zu den Einstellungen zu gelangen. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, Ihr Smartphone mit Ihrem Smart Defender zu berühren. Platzieren Sie die Karte auf der Kameraseite. Bei Smartphones befindet sich dort der Chip. Es reicht aus, die Karte 1 bis 2 Sekunden lang daran zu halten. Wenn Sie die Karte schneller entfernen, kann sie möglicherweise nicht abgelesen werden. Bitte beachten Sie, dass Sie in einigen Fällen NFC in Ihren Geräteeinstellungen aktivieren müssen. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, sehen Sie eine Benachrichtigung darüber. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Arbeit.